Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren ruhigen, noch ruhigen Nacht in Moonlighter. Jo, wir haben wieder einen erfolgreichen, Händlertag hinter uns und werden jetzt dann wieder beginnen, uns in den Dungeon zu stürzen. Aber vorher schauen wir mal, ob wir irgendwas Tolles für unseren Shop kaufen können. Ich glaube, das ist alles ein bisschen ein Wucher. Ein bisschen grober Wucher. Du Heilige. Na gut, okay, wir können uns nichts leisten. Wir sind arme Kirchenmäuse. Gut, das heißt, wir gehen in den Dungeon. Juhu. Sehr gut. Wir haben schon das Tor zur Ebene 3 gesehen, aber noch nicht betreten. Vielleicht wird es ja heute was. Mal schauen, ob ich mich traue. Wir haben zwar leider nur 2 Tränke, aber vielleicht finden wir noch den einen oder anderen Knochenmaxi an und dann kriegen wir wieder welches dazu. Jo, ja. Drum. Na komm her. Au. Mistviech. Au. Na. Jetzt ist genug. So, was haben wir denn da drin? Schauen wir mal. Und zwar ein bisschen Stoff und ein bisschen von dieser Gießerei, bla bla, ne? Ja. So ist gut. Da ist nichts drin, wie immer. Aha, einmal Quelle, die brauchen wir noch nicht. Dann schauen wir uns weiter um. Da haben wir auch noch was töpfemäßig. Ja, der hat gar nicht schlecht getroppt. Kann man eigentlich zufrieden sein. Zack, zack. Wow, das war nicht schlecht. Na, was hat's? Komm's her. Zack, zack. Passt, sehr gut. Da ist ja schon der Eingang. Das freut mich. Da können wir gleich weiter. Weil jetzt sind wir gar nicht mehr so schwach, finde ich. Da, da lädt's, da lädt's, da lädt's, da tut es, oh Gott. Es tut laden. Komm her. Jawohl, hat sie angehauen. Hehehe, Trottel. So, der ist erledigt. Puh, wie ich den da hinten jetzt besiegen soll. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, wie soll das jetzt bitte gehen? Dass ich den besiegen kann. Na komm. War das jetzt genug? Ich glaube nicht. Ah! Scheiße. Das war noch nicht genug, nein. Komm, dreh dich. Perfekt. Jetzt haben wir. Sehr gut. Upsala. Da unten haben wir, glaube ich, ein Skeletti. Ja, mit Tranki. Das brauchen wir. So, und weiter. Na, das war ungut. So, passt. Ja, mit den Items. Zack, zack, zack. Ja, mit den Items. So, und weiter geht's. Trapp. So, wen haben wir denn da? Au. 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 Haben wir den jetzt bald? So. Ich muss auch immer schauen, dass ich den von schräg oben erwische. Was willst du? Du Kerl. Da hin ist er. Unglaublich. Jetzt haben wir angeschlagen. Sehr angeschlagen, ja. Das ist wieder typisch. Was haben wir denn hier? Ist eigentlich hier der gleiche Text? Heute habe ich zum ersten Mal diesen mysteriösen Dungeon betreten. Ja. Was war das? Also, ich habe einen Trank getrunken. Okay, passt. Das ist gut, wir sind jetzt ziemlich angeschlagen. Die Kraft, was? Okay. Halt! Das wollte ich gerade nicht. Das war ein Unfall. Das war ein ganz übler Unfall. So. Hier lang. La la, la la. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ausweichen. Das war gut. So, zack. Und zack. Ja, ihr Gauner. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, schon einsammeln für neue Tränke. Später. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. Halt, halt. Nein!
Das wollte ich doch nicht. Zack. Na, gestern. Dann stirbst halt du da drüben zuerst. Du gehst mir auf die Nerven. So, zack. Unglaublich. Klubschicht weg. Geht ja. So, was haben wir da? Fragezeichen. Das nehmen wir mit. Und natürlich das auch. Sehr gut. Und weiter geht's im Angeschlagen. Sehr, ja, wie immer. Scheiße. Der Raum hat's wieder in sich. Au. Wieso dreht er sich denn immer falsch? So, letzten Trank verbraucht. Ja. So. Au. Was, der ist erledigt? So, dass wir das nur bei dem irgendwie hinkriegen. Wow. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Puh. Wow, okay. So, das nehmen wir mit. Das geht sich auch aus. Und das geht sich auch aus. Stimmt, ich musste wieder aufpassen, was ich da mache. Ich glaube, da habe ich ein paar Items vorhin verloren. Habe schon wieder einiges vergessen. Tut mir leid. So. Soll ich weitergehen? Ich habe nichts mehr zum Saufen. Das könnte wieder meinen Tod bedeuten. Ich hau ab. Ich hau ab. Tschüssi. Ja, passt schon. Ich hau lieber ab. Ist zwar ein bisschen feig jetzt, aber ich brauche Geld. Geld, Geld, Geld. So viel Geld. Ist noch dunkel? Na, schade. Schade. Nichts mehr dunkel. Achso, Tränke. Ich depp. Tränke. Ich brauche Tränke. Aber, puh. Ich will jetzt echt mal probieren, wenn man jetzt tagsüber den Dungeon betritt, ob das wirklich so fatal ist. Wahrscheinlich, ne? Mm. Ja. Passt. Danke. So. Zack, zack, zack. Da fällt mir aber gerade ein, was haben wir denn da noch drin? Hatte ich da nicht irgendwas gebunkert? Tatsächlich Tränke, Zweige und uraltes Gefäß. Uff. Da wollte ich schon zusammensparen, ne? Material für uns. Das bringt mir jetzt aber exakt noch gar nichts. Weil wir sowieso Geld brauchen, so viel. Das nehme ich für uns. Den spare ich mal. Der bringt sie auch nichts, wenn wir verkaufen. Stoff derweil auch nicht. Bringt es eigentlich überhaupt nichts, das alles jetzt zu verkaufen. Ich werde nochmal in den Dungeon marschieren. Boah, das wollte jetzt. Ja, ist egal. Und schau mir das jetzt mal an, ob das Ganze jetzt wirklich so schlimm ist, wenn man tagsüber reingeht. So. Die sind für uns. Genau. Achso, das geht auch so einfach. Das rüstet automatisch aus. Auch wissen. So, ich probiere es einfach mal. So, zack, zack, zack. Was haben wir zu verlieren? Nix. La-la-di-da. Einmal rein, bitte. Ah, hui. So, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht sind es jetzt auch andere Monster. Vielleicht gibt es andere Materialien tagsüber, als wie nachts. Es ist ja alles zum Herausfinden, ne? So. Finsterin gleich wie sonst. So. Mal schauen. Okay. Zack, zack. Auf der Wald droppt es aber nicht schlecht, oder? So. Tap, tap. Zack, zack. Nochmal. Auf der Wald droppt die Dinger nicht so, die Sachen nicht so schlecht. Da haben wir ein Tränkelein, glaube ich. Ja. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Au, da hat mich getroffen. Mistfink. So, passt. Nächstes Abteil. Dumm. Da, 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 da. Servus. Au. Ach, das war da. Billig. Das war da. Billig. Alter. Na. Würdest du bitte zuschlagen? Ich bedanke mich. So, haben wir es drin? Nein.
Eureka! Oh. Dieses rote Dingens, das macht einen auch so langsam, ne? Da. Zack. Na. So, du Viech. Nix hat er. Sehr klar. Baruch. Na, was willst du? Zack. Nix hat er. Super. Spitze. Dafür haben wir hier wahrscheinlich Tränke, ne? Ja, wenn ich es noch ergattern kann, würde ich sagen. Alter. So, den hätten wir mal. Alter. So, das lässt sich jetzt mal weg. So. Ich habe nichts getroffen, ne? So wie es sein muss. Alter. Wieso treffe ich nix? Alter, das war wieder sehr schlecht. Au. Schau das an. Alter. Ah, jetzt haben wir was getroffen. Wow. Alter. Jawohl. Einmal noch, wäre gut. Nein! Na, das war Fail. Alter. Zack, jetzt haben wir. Okay, super. Ich hab nix. Au. Das wollte ich auch nicht. Ich hab nix. So, nächster Raum. Jetzt haben wir was zum Heilen. Nicht schlecht. Alter, aus dem Weg. So, geht ja. Noch ein paar kleine. So, passt. Und jetzt noch die Riesenhand, ne? Die ist hier das leichteste. Zack, zack, zack. Einmal noch. Kabum. So, passt. So, was haben wir da Schönes? Das muss ich wieder besser platzieren. Okay. Dem passiert einmal nichts. Aber das muss ich tauschen. Und... Ah, was soll denn das? So, das muss man so machen. Mhm, das passt. So, nächster Raum. Noch geht's mit angeschlagen sein. Okay, dann einen hätten wir jetzt fast gehabt. Wow. Zack, der ist einmal erledigt. Super. Alter. Na komm, jetzt hin. So, zack. Mit dem Besen. Ich wollte den Besen nicht. So. Zack. Einmal wenigstens getroffen. Das ist ja schon mal was. Dann, au. Nichts getroffen. Super. Komm. Jetzt ist er hin. Nix. Nix. Verstehst? Nix. Kein Skelett? Nein. Das sind die besten Bosse, wenn du gar nichts mehr kriegst. Upsala. Upsala. So. Und Eureka. So. Das sind die besten Bosse, wo du nichts mehr kriegst. Mein Gott. Aus dem Weg. Alter. Ja, das hätten wir jetzt mal. Na, würdest du jetzt abnippeln? Na, du Mistviech, Alter. Nein, ein Felsen, eine Wand. Wie scheißlich. So. So, geht ja. So. Zack. Würdest du jetzt eingehen? Du komisches Viech, echt. Ich muss mal was saufen. So, Prost. Ja. Zack, zack. Zack. So. Oh, okay. Passt. Das freut mich. So, da passiert nichts, da passiert nichts. Zerstört bei Rückkehr das... Na, nichts zerstören. Gottes Willen.
Ein Flucheffekt eines angrenzenden Blabla entfernt. Okay, warte mal. Tada! So. Passt. Das ist schön. So, dann nehme ich den Gang. Oh, Gott sei Dank. Das ist erfrischend. Steht hier was Neues? Es ist, als würden wir gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen. No, buddy, no, da ist nichts Neues. Zack, Alter. Ihr nervt sie, Viecher. Alter. Zack, zack, zack. Das nochmal erledigt. Du bist auch gleich fertig, Mistviech. So. Und ein Tränkelein. Kein Tränkelein. Nee, warum denn nicht? Na super, der ist jetzt los. Das ist schön. Alter. Den haben wir aber erledigt, obwohl wir ziemlich was einstecken mussten. Au! So, den haben wir auch geschafft. Und ich würde sagen, auf zur nächsten Abteilung. Blub, 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 blub. Ist mir jetzt schon Ebene 3 oder ist es noch 2? Werden wir gleich sehen, ne? Wenn es fertig ist mit Laden. Blub, blub, blub. Na? 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 Ebene 3. Was haben wir denn da Schönes? Ein weiterer Gegenstand fiel neben der seltsamen Kreatur zu Boden. Etwas einfacher zu verstehen als der Spiegel. Ähnlich unserer Anhänger kann man damit ein Portal nach draußen öffnen, um aus dem Dungeon zu entkommen. Aber da ist noch mehr. Dieses Portal bleibt auch nach der Verwendung geöffnet. Das heißt, man kann zwischen den beiden Orten hin und her reisen. Cool. Einfach unglaublich. Unglaublich nützlich. Nennen wir diesen Gegenstand doch fürs erste Katalysator. Ein kleiner Tipp. Er verschlingt mehr Gold als unsere Anhänger. Ist mir wurscht. Das ist ein cooles Teil. Wie cool 2000. Wow, das ist ein schöner Brenner. Aber wir können unsere Wertgegenstände dann gleich nach draußen bringen. Das habe ich schon richtig verstanden, ne? Ja, er bringt uns nach Hause, da können wir alles bunkern, dann können wir das sofort wieder zurück. Das ist echt eine coole Geschichte. Das ist eine richtig coole Geschichte. Das freut mich voll Gas. Zack, ach, Schiffsdreck. Zack, zack, zack. Ui, ui, ui. Zack, zack, zack. Der ist erledigt, passt. Du, Gribbel, bist das nächste dran. Zack, zack. So, passt. Und jetzt noch der Haufen Dreck. Zack, zack, na. Also. Und zack, na. Hab ihn erwischt, ich glaub. Aber, ja. Zack, jetzt ist er hin. Mistfick. So, was haben wir denn da unten Schönes? Kann man das kaputt machen? Na. Kann man nicht. Schade. Schade. Zack. Dann gehen wir weiter. Ich trinke mal was. Ja, aber trink das. So. So, du bist auch gleich fertig. Wow. Na komm, kaputt machen. Ich mach kaputt. Was ist das? Achso, das war jetzt das Bombenviech. Wow, wie jetzt. Au, schon wieder. Das wäre gut mit Pfeil und Bogen wahrscheinlich kaputt zu hauen. Ich trau mich da nicht rein. Naja. Stirb, 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 stirb. Boah, die halten was aus. Wow, einmal noch. Passt. Nichts gedroppt, sehr gut. So muss das ausschauen. Au. Ich hätte abhauen sollen, ich Idiotin. Ich hätte es nicht gedacht, das ist so viel Friss. Okay, Stufe 3 ist doch zu heftig. Scheiße. Mist. Ich hätte abhauen sollen. Naja, dann ab jetzt. Dann halt noch zum Fahren. Scheiße, das war nicht gut. Ganz und gar nicht gut. So ein Scheißdreck. Was, der ist zu Staub zerfallen.
hat nichts für uns und kehrt sich das. Scheiße, echt. Was, das hätten wir auch schon mal. Das hätten wir auch schon mal. Ah, oi. Das hätten wir auch. Alter. Geh weg. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache überhaupt keinen Damage. Puh. So. So. Ich sollte vielleicht echt wirklich jetzt mal anfangen, mich am Riemen zu reißen und mal Sachen zu sparen. Um besseres... Dings. Haben wir jetzt eigentlich das Item verloren? Na, boah, das ist schwer geblieben. Ich meine das da, ne? Boah, Glück gehabt. Da hätte ich jetzt geweint, glaube ich. Wäre ich mal weggegangen von der Aufnahme, hätte man gepflegt geheult. Na Gott sei Dank, das bleibt gespeichert. Sehr, sehr gut. Gut, dann weiter. La, la, la. Ich bin jetzt blöderweise andersrum gelaufen. Ich weiß nicht, wo ich hingeschaut habe. Hä? Da unten ist was, oder? Hat das geglänzt? Was ist da jetzt der Besen? Ich brauche keinen Besen. Kommt her. Zack. Au, ey, au. Da, so, geht ja. Soll ich mich da runterstürzen? Na, der K. Ich hab's gewiest. Was haben wir denn da Schönes? Was bist denn du? Golem Geschichte 1. Aha. Wir alle entstammen dem Staub. Und bla bla bla. Ja, ja, das hatten wir schon. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh mein Gott. Ich muss schnell weg. Tschüss. Danke. Wir hauen ab. Diesmal auch kein Portal mehr hin und retour. Schnell weg. Das Viech ist mir noch geheuer. Ja, also das können wir, glaube ich, noch nicht besiegen. Ich traue mich zumindest nicht. So. Schnell fort. Das Beste, was wir machen können. Schnell fort. Was haben wir denn hier für einen Preis verlangt? 2000. 3000 ist denen zu viel. Na, das will ich alles nicht. Ich will darüber. Herrschaftszeiten. So. 2000 was? Dann würde ich sagen, 3000 war zu viel. Dann machen wir 2,5. Ja. Fangen wir mal so an. Das hätten wir drin. Das können wir mal verkaufen. Da haben wir 10 Stück. Uff. Ja, ich glaube, das ist schon nicht so schlecht. 23, 25, ich würde schon sagen 25 wieder. 100, 112 mögen sie überhaupt nicht. Dann ist 110 eh nicht so schlecht, glaube ich. Mit dem Preis hier. Okay, Nachfrage ist hoch, das ist mittel. Oje, so neutral. Ja, das lassen wir auch da mal kurz. So, was haben wir denn hier gebunkert? Ich würde sagen, ich lasse mal alles Mögliche da und dann schauen wir. So, zack, 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 zack. Was wir noch brauchen können, wäre mal Tränkelein. Dann haben wir noch irgendwo was mit 10. Da können wir einmal, da einmal und da einmal. Den Stall möchte ich auch gern behalten. Ich möchte gern eigentlich irgendwie alles behalten. Von dem Zeug. Ich möchte gerne schauen, ob wir da vielleicht für uns was basteln können. Ehrlich gesagt. Servus. Mein Schwert brennt da drauf. Was für die herzustellen, Kleiner. Ja. Was brauchen wir noch? Benötigt. Ach, scheiße, so ein Anhänger. Den habe ich natürlich erfolgreich verkauft. Mit Freuden. Da wird was gehen. So ein Speerlili könnten wir uns kaufen. Basteln. Handschuh, Bogen geht auch nicht. Da fehlen uns. Briegel. Das Doofe ist, dass man irgendwie nicht sehen kann, was man schon trägt, ne? Aber Stiefeln wären cool. Stiefeln haben wir, glaube ich, noch nicht, ne? Die baue ich. Ja. Danke, aufnehmen, zur Wunschliste, na, das passt schon so, und ans, hoppala, so einmal anziehen, danke. Jo, Tränke haben wir nur mehr einen einzigen, wie armselig.
Ja. So schaut's aus. Ich glaube, da werden wir die mitnehmen hier. Oder? Da oben habe ich jetzt nichts mehr, ne? Da habe ich nichts mehr. Nein. Habe ich jetzt noch irgendwas Rotes, Gelee-mäßiges drin? Ah, ich depp, das nehmen wir mit. 1, 2, 3. Na, brauche ich nicht. Das nimmt sie automatisch aus dem Dings raus. Was bin ich für ein Depp? Entschuldigung. Ich will nämlich noch schnell die Stiefel verzaubern. Hui! Hui! In der Hoffnung, dass wir wirklich ein bisschen mehr aushalten. Gnädigste, Servus. Ich hätte gern eine Verzauberung für die Stiefelchen, bitte. Warum geht das nicht? Ah, jetzt geht's. Ja, bitte. Sehr gut. So gefällt mir das. Und die gehen, denke ich, nicht, ne? Nein. Das wird auch nicht gehen. Wir können sie nur sündhaft teuer kaufen, aber das will ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Nachdem wir das hier in Sicherheit gebracht haben, ja, ich weiß was, ich werde hier vom Stapel, ich werde das runternehmen vom Tisch, ich werde den Trank für uns behalten. Ja, so, ist glaube ich klüger. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal einen größeren Rucksack kriegen kann, aber wahrscheinlich eher nicht. Weil dafür haben wir eh dieses Dingens bekommen, dass wir uns immer rein- und rausbauen können beim Dungeon. Ja. Wird uns genügen müssen. Kann man eigentlich einsehen, wie populär wir sind? Das Wunschliste Kalender. Golemwald. Na, das geht nicht, ne? Das kann man nicht sehen. Inventar. Wunschliste. Na, okay. Egal. Aber ich merke jetzt nicht wirklich, dass... wenn wir jetzt tagsüber reingehen in den Dungeon, dass wir da jetzt da irgendwelche Probleme hätten, zwecks Items und so. Ich glaube, das klappt trotzdem. Aber wahrscheinlich meinen sie eher sowas wie diese kaputten Schwertgriffe und so, dass die weniger droppen. Oh, na toll. Jetzt geht natürlich das Handy, ne? Ich hasse Handys, vor allem wenn sie meinem Freund gehören. Ihr Lieben, wir beenden kurz den Part hier und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.